Wie ist das denn passiert? Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Hilf mir mal darauf! Dann sehe ich mehr. Also, hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke.
Geh. Geschafft. Junge. Jawohl. Gute Idee. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Sieh nur, die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm, wir schauen nach vorne. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Wir sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Halte die Spannung! Wie ist das?
Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Junge. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Noch etwas? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig. Bin gleich da. War gar nicht so schlimm. Augen auf. Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Denk dran!
Präzision geht vor Tempo. War ich besser? Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Sieh mal. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Ob Odin wohl jemals hier war? Da! Über uns! Etwas bricht ihn durch! Etwas bricht durch die Mauer! Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Was ist das? Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu? Aber nicht für deine Pfeile! Feuer! Ich brauch mehr Zeit! Nicht da!
Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Sieh mal da oben! Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Wie geht? Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Magie hält es verschlossen. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen.
her? Da steht, er heißt Hrungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Siehst du? Aber da, Hrungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot.
waren noch nicht alle.